Hallo, ihr Lieben. Hallo. Hallo. Ich habe euch nicht alle gleich stumm geschaltet, siehst du? Dafür sind wir schon gleich auf YouTube, sodass die anderen dazukommen können. Schön, euch zu sehen. Ihr stellt euch leise, bitte, damit es keine Rückkopplungen gibt. Es ist gleich ein Meer der Freude hier mit euch. Ganz, ganz schön. Ja, weil sie Angst haben, weil sie denken, wir stecken sie an. Schauen wir mal, ob Maritreo oder Wiebke schon da sind. Hi, ihr Lieben. Ah, ist schon einer. Hallo, Maritreo. Habt ihr euch schon vorbereitet heute? Habt ihr schön brav euer Kerzchen geholt? Sehr gut. Für die, die es nicht schwierig, wissen. Das ins Bild zu bekommen. Ach, wenn du eine Kerze nimmst? Jups. Ja, halten kann ich sie schon, ja. Na also. Alles ganz einfach. Hallo, einen schönen guten Abend. Hallo zusammen. Hi. Hallo, hier ist die Steffi, das erste Mal mit Kamera. Hey, wow, schön dich zu sehen. Ja, schön dich zu sehen, Nada. Maritreo hat heute noch ein bisschen gezaubert, noch eine kurze Erinnerung. Hallo, guten Abend. Hallo. Hi. Alle zusammen. Hallo. Es ist wirklich immer mehr Familie, ne? Ist wieder heim. Kerze steht bereit. Sehr schön. Grüß euch. Hallo. Elisa. Die schöne. Hallo, schönen guten Abend. Hallo. Hi. Das ist toll. Alle sind perfekt vorbereitet. Ich dachte mir, wir haben jetzt auch mal live, wie wir alle so in den Raum reinkommen, nach und nach. Hallo und einen lichtvollen Abend. Hey, so be it. Grüßt euch zusammen. Hi. Hallo. Hallo, guten Abend. Hallo. Hallo, guten Abend. Guten Abend, hallo. Guten Abend. Hallo, lieben. Schön. Einen wunderschönen guten Abend zusammen, eine gesegnete Zeit, Licht und Liebe. Schön, dass ihr da seid. Gleichfalls. Hallo.
Hallo Nada, schönen Abend. Hallo alle zusammen. Hallo. Hallo. Hallo, guten Abend. Hallo, hallo ihr Lieben. Hi. Hallo. Wenn ihr euch dann wieder stumm schaltet, dass es keine Rückkopplungen gibt, wäre ganz lieb. Das war live gespielt. Jetzt habe ich es kapiert. Mach dein Mikro aus. Ja, den Chat, wer mag, aufmachen. Da wird auch schon fleißig geschrieben. Oh. Guck mal, wie die alle lächeln. Könnte man direkt meinen, es wären liebe Menschen oder so, ne? Oder? Ach, oh, sind die? So, okay. Warte mal damit. Wenn du danach guckt hast zur Verfügung. Also das Thema ist bei dem Vinny. Hier noch nichts. Nein, noch baden wir erstmal im Ankommen, Badewanne. Ihr Lieben. Hallo. Hallo zusammen. Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Guten Abend. Hallo. 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 Ja, ich auch. Guten Abend. Hallo, ihr Lieben. Hallo. 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 Oh, jetzt zu zweit gleich. Ja. Schön. Stellt ihr euch dann wieder stumm, bitte? Dann haben wir keine Rückkopplungen. Das wäre ganz lieb. Abend aus Leipzig. Hallo. Ja, es ist 8:08. Zur Adventszeit. Dem Fest des Lichtes. Maritrio hatte das ja auch jetzt schon ein bisschen geschrieben, dass wir heute den Peter ein bisschen leise stellen, dass wir ja die Essenz ja auch als Licht auch im Sinne von Sehen, von Wissen, von Wachsein im Vergleich zur Dunkelheit, der Unwissenheit dessen. Die Jahreszeit wird gerade immer dunkler und da ein Licht zu sein, sich bewusst zu sein, wer wir sind, sich der Essenz bewusst zu sein und zu strahlen wie die Sonne, der es egal ist, wie viele Wolken da sind und egal welche Tageszeit, die Sonne ist immer da. Ja, widmen wir heute Abend uns ganz dem Licht. Maritrio, magst du? Ja, sehr gerne. Also ganz herzlich willkommen. Auch von mir. Es ist wunderschön, dass ihr alle da seid. Und ja, es fühlt sich wie zu Hause an. Es ist ganz schön, dieses Wir auch auf dieser Ebene zu sehen. Und an dieser Stelle auch im Voraus ein ganz großes Dank an den Funkengeber, also der Ideenfunke für diese Lichtzeremonie heute. Er ist leider nicht da, der Remo. Bei uns entstehen so viele schöne Dinge, wenn wir uns zusammentun. Und es ist wirklich beeindruckend. Wir tun da eigentlich gar nichts. Und dann kommt er auf einmal, zack, ah, ich habe eine Idee, wie werden das? Und es stimmt sofort. Und genauso war das jetzt hier mit diesem Impuls. Und bei der Gelegenheit, wenn man das Wort Licht
betrachtet, also mal aufschreibt und einfach sich das anschaut, im Zentrum vom Licht steht das Wort Ich. Aber nicht das Ich als Person. Das kann nicht wirklich leuchten, das kann ein Kanal dafür sein. Oder vielleicht ein Docht in dem Sinne, wenn es dann wirklich aufflammt, das Ganze, und leuchten darf. Aber dieses Ich, oder besser gesagt das Bewusstsein, was damit gemeint ist, im Zentrum des Lichts, da wollen wir heute hinschauen. Wir symbolisieren das nach außen hin, dadurch, dass wir auch ein Licht anzünden. Und dieses kleine Symbol hat eine riesengroße Wirkung. Wir erinnern uns gleichzeitig, wer wir sind, und führen das in eine Handlung. Und das ist sowas Kleines und sowas Schönes und Symbolisches. Und bei allem, was da ist, die Grundidee, dass es einen Kampf gibt zwischen Licht und Dunkelheit, das stimmt nicht. Das Licht des Bewusstseins kennt kein Gegenteil. Das ist die Polarität zur Polarität. Und da ist alles eins. Und alles ist gut, so wie es ist. Und in diesem Sinne wollen wir uns heute auch besinnen dadurch über dieses kleine Ritual. Kommen sicherlich auch die ein oder anderen Impulse, die wir dann später auch teilen dürfen und auch ins Feld geben und schenken. Und ja, von meiner Seite, ich finde es ganz wundervoll. Und so wie immer, es kommt ganz frisch, ungeplant. Und dann gehen wir einfach, wenn es stimmt, ran. Und es ist ganz, ganz, ganz toll. Und in dem Sinne wünsche ich uns eine ganz tolle kleine Zeremonie. Und würde an der Stelle auch ja, kurz auf die Uhr schauen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Und ihr könnt aber gerne schon mal, falls es noch nicht so weit ist mit der Vorbereitung, gucken, dass ihr dann eure kleine Kerze und auch einen sicheren Stand dafür habt. Wir wollen nicht zu viel Licht. Zu viel Licht ist auch ein bisschen schwierig. Wenn es dann bei euch sehr warm wird, dann das wollen wir nicht unbedingt. Also es sollte alles sicher stehen. Und ja, vielleicht, weiß nicht, liebe Nada, hast du den Impuls, dass wir das gemeinsam in der Stille tun? Oder hast du vielleicht was vorbereitet? Impuls zu klängen, wenn nicht, passt beides natürlich. Genau, wir hatten uns ja auch eben, was du gerade erzählt hast, wenn wir zusammenkommen zu unseren Meetings, dann schauen wir gemeinsam hin und es tauchen Impulse auf. Und da tauchte ein Impuls schon auf und den werde ich dann auch, feine Klänge, eine Zauberkugel. Wenn wir den Remo schon nicht haben. Genau. Und was so schön ist, wir sagen zwar und wir machen im Außen das Licht entzünden, aber das Entzünden ist letztendlich die Erinnerung, dass wir es sind. Und das kann niemals ausgehen. Wir als Licht können niemals nicht Licht sein. Wir können es einfach nur vergessen. Und dieses Vergessen ist, dass es dann dunkel wird oder schwierig wird oder anstrengend wird oder schwierig wird oder scheinbar problematisch wird. Aber dieses Anzünden ist letztendlich einfach nur dieses, ach stimmt ja, das bin ich ja, stimmt ja, ich bin ja die Essenz, stimmt ja, ich bin ja dieses ewige Sein, ich bin ja dieses ewige Licht, was keine Dualität hat, was keine Dunkelheit hat. Nur da, wo es bis jetzt noch nicht hingeschaut hat oder hingeschienen hat, heißt es so, deutsche Sprache, schwere Sprache, dort ist es noch dunkel. Und die Dinge tauchen auch auf, so jetzt, das erfahren gerade ganz, ganz viele in dieser Zeit, dass es ein Erwachen gibt und Licht angeht. Aber wir kennen das, wenn wir in einen Raum, der vielleicht vorher dunkel war, Licht anmachen, dann sehen wir auf einmal ganz viel. Dann sehen wir auf einmal ganz viel. Und das will mit unserem, ja, mit unserer Sichtweise, mit unserer Liebe, mit unserer Akzeptanz, mit unserer Hingabe tatsächlich von uns erleuchtet, beleuchtet und angenommen werden.
und dann strahlt es wie die Sonne. Ja, und dieses kleine Ritual, wir haben gleich 8 Uhr, wollen wir jetzt gemeinsam machen. Das heißt, Marie Trio, ich spiele dir den Lichtball heute wieder zu. Und ihr habt vielleicht Streichhölzer oder ein Feuerzeug oder wie auch immer. Wir wollen jetzt um 8 tatsächlich dieses Ritual im Außen, weil wir haben physische Körper, wir sind hier in Zeit und Raum in Erscheinung getreten. Und als Symbol dieses, wir erkennen wieder, wer wir sind, entzünden wir das Licht. Und Marie Trio leitet das kurz an und dann sind wir einfach als das Licht präsent und strahlen nicht nur in unser Feld, sondern in die Zeit, in den Raum, auf diesem Planeten, wo auch immer das Licht hinreicht. 8 Uhr. Wundervoll. Ganz lieben Dank, liebe Nada. Und in diesem Sinne gehen wir zunächst einfach in dieses Bewusstsein, ins Zentrum des Lichts, da steht das Ich, aber nicht das Persönliche, sondern das Bewusstsein. Und in diesem Bewusstsein, ich bin hier als ich selbst, gehen wir zusammen und entzünden nun unser Licht. Und erinnern uns dadurch, wer wir wirklich sind. Hallo ihr Lieben, ich bin jetzt auch da. Hallo liebe Lieben. Ja. Ich bin hier. Ich bin da. Ihr möchtet, könnt ihr einfach dieses Mantra Ich bin hier im Stillen wiederholen und dann in die Stille ausgleiten lassen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr dann einfach euer Herz öffnen und schauen, ob Impulse entstehen. Vielleicht ein Wort, das aus diesem Bewusstsein, ich bin hier, entspringt. Okay, ich bitte euch dann, euer Licht, das jetzt sich im Außen gezeigt hat, sicher abzustellen. Und dann für einen Moment einfach nur dieses Licht zu betrachten, als Symbol der Erinnerung, was im Zentrum des Lichts da ist. Dieses Ich bin hier.
Das ist so wunderschön, diese Klänge von Nada. Fantastisch. Ganz, ganz toll. Wenn ihr möchtet, könnt ihr dann eure Augen schließen. Und dann innen auch dieses Licht erkennen. Die Erinnerung, ich bin hier. Wenn ihr möchtet, könnt ihr dann die Aufmerksamkeit auf euren Herzraum richten. Und spüren, wie euer Licht aus eurem Herz euren Körper erfüllt. Und so in die Welt kommt. Genießt für einen Moment dieses Gefühl. Einfach nur da zu sein. Vollständig im Jetzt. Vollständig präsent. Wenn ihr möchtet, könnt ihr dann auch wieder eure Augen öffnen und euer Licht auch so in die Welt rausschicken. Ganz herzlichen Dank. Wundervoll. Vielleicht könnt ihr auch das Feld spüren, dass ihr nicht alleine seid. Ja, und vielleicht wollen wir noch einen Schritt, wenn wir das Feld spüren und uns als dieses Lichtermeer jetzt wahrnehmen und vielleicht sehen und spüren, zu wissen, dass in jedem Lebewesen die lebendige, ewige Seele das Licht ist und dass viele es einfach vergessen haben oder in ihrer Evolution einfach noch nicht so weit erwacht sind, dass sie es wissen, dass auch sie Licht sind und alles in ihnen ist. Und so können wir im Wissen, wer der andere in Wahrheit ist, dieses Licht, das der andere ist, in Resonanz bringen. Dadurch, dass wir es wissen und es sehen im anderen. Vielleicht gibt es auch bei uns noch Menschen, wo wir denken, ob das da wirklich ist. Und es genau dort bei den Menschen zu sehen
ob jetzt in der Familie oder Freundes-, Bekanntenkreis oder weltweit, bei den Menschen, die sich vielleicht in einer Art und Weise verhalten, die vielleicht nicht diesem Licht entspricht. Zu wissen, aber in Wahrheit bist du das. Ich sehe dich. Ich weiß, dass du das bist. Und in dem Moment bringen wir wie das in Resonanz, erlauben, dass auch der andere es zu seiner Zeit irgendwann erkennt. Und das heißt, überall da, wo jetzt vielleicht noch kein Licht ist, wo Menschen noch in der Unwissenheit, in der Dunkelheit vielleicht schwierig in Frequenzen sind, die eher dunkel und schwer sind, bringen wir durch unsere Sicht, durch unser Wissen, wer der andere, wer wir sind und wer der andere ist, das Licht dorthin. Erstmal ganz runtergedimmt vielleicht, weil es noch nicht so strahlt, aber es ist da. Es ist da, es ist immer da. Und es liegt an uns, das zu sehen. Und jedem auf dieser Ebene auch zu begegnen. Wundervoll. Ganz, ganz inspirierend auch. Ich würde jetzt wieder ein Spiel draus machen, so ein kleines Versteckspiel. So, egal wie sich der andere verhält, ich weiß genau, dass es auch in dir ist. Und ich werde es sehen und ich sehe es auch. Und da kannst du es nicht lange verstecken, selbst wenn du es probierst. Und dadurch, dass es sich im anderen spiegelt, dass ich es dort sehen kann, weiß ich genau, die Welt als Spiegel, dass es auch in mir ist. Und da kann ich es wieder entsprechend schön wahrnehmen, die Täuschung, dass alles in der Welt nur ein Spiegel ist von dem, was ich bin. Und ja, auch die Welt ist zum Spielen da. Es ist wunderbar, dieses kleine Versteckspiel. Es gibt ganz, ganz viele, scheinbar ganz viele Schichten, aber eigentlich ist es doch ganz einfach, das Licht zu sehen. Ja, und die große Einladung wirklich, macht ein Spiel draus, geht raus tatsächlich. Man muss überhaupt nichts sagen. In dem Moment, wo wir es sehen, ist so, wie es hier passiert. Wenn wir den Raum betreten, ist da so eine Freude. Es ist einfach so eine Freude, jemanden, sich selbst, aber auch den anderen zu erkennen. Und es ist so nett, wenn man draußen ist und manche sind vielleicht im Stress oder hinter der Maske oder egal was. Es berührt sie. Früher oder später bemerken sie es und gucken und fangen auch an zu lächeln. Und das ist das, glaube ich, weshalb wir da sind, weshalb wir uns finden. Und ich freue mich, dass die liebe Wiebke heute auch ein bisschen in Erscheinung tritt heute. Liebe Wiebke, magst du was teilen, auch zu dem Licht und zu dem, weshalb wir da sind? Hallo zusammen. Genau, ich trete in Erscheinung. Hallo ihr Lieben. Für mich ist das Licht das, was mich jeden Tag zum Leuchten bringt. Und ich versuche auf jeden Fall für mich das Licht nicht runterdimmen zu lassen momentan. Und habe so das Gefühl, dass es vielen helfen kann. Dass wir es, wie du sagst, mit diesem Vertrauensvorschuss in dem anderen sehen. Und mir tut es gut. Ich fände es schön, wenn ihr es auch ausprobieren würdet. Oder wenn ihr von euren Erfahrungen jemand berichtet. Das so umsetzt. Das von mir. Danke dir. Kann man immer nicht glauben, solche Strahlelichter, die sich dann verstecken und sich nicht zeigen. Wie bei dir. Und da gibt es ja so, so viele. Also ich kann mir da selber irgendwo dran ziehen. Und jetzt ist die Zeit, dass es wichtig ist, dass wir
uns auch zeigen als Licht, als strahlende Wesen. Und nicht, weil wir besser sind oder weiter, sondern als Inspiration und als Erinnerung. Hey, du bist das Gleiche. Wundervoll. Ja, die Stille spricht. Es ist immer so schön, wenn die Stille entsteht. In Wirklichkeit entsteht sie nicht. Man muss nur ruhig sein. Die Stille ist immer da. Aber es gibt Dinge, die nicht durch Worte auszudrücken sind. Und dieses Licht, was jetzt im Außen neben euch ist, was ihr selbst entzündet habt, das nach außen zu bringen, bedarf überhaupt nichts. Also es ist so einfach, weil es bedarf in dem Sinne nur der Erinnerung und dann so zu sein, wie man ist. Und auch im persönlichen Ausdruck. Es wirkt in die Persönlichkeit, über die Persönlichkeit. Und da gibt es überhaupt nichts mehr. Und wenn man dann nicht normal ist in dem Sinne, dann hat man seine eigene Normalität. Da ist der Orientierungspunkt von innen. Und dann gibt es nichts mehr zu werden, keine Erwartungen zu erfüllen, einfach nur zu sein. Und das symbolisiert auch dieses Licht. Es darf dann rausstrahlen. Genauso, wie man ist. Und das zu zeigen, erfordert ein bisschen Mut. Natürlich. Aber allein die Tatsache, dass wir hier sind, uns auch persönlich zeigen, das ist genau auch dieses Symbol in einer anderen Form. Das Licht anzünden und das Licht zeigen. Und es ist so, so schön. Und im Alltag, selbst ein kleines Lächeln, dieses Licht, dieses Wissen um darum, wer bin ich denn eigentlich? Und das ist jenseits der Person. Das zu wissen, das lässt dann auch so ein leichtes, kleines Mini-Schmunzeln entstehen. Ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal gesehen habe, im Außen. Es war bei einer Busfahrt. Und da, das war wie magisch. Das war wie ein Riesenmagnet für den Blick. Ich konnte nicht aufhören, da hinzuschauen. Was ist das? Das war wie ein Buddha-Lächeln, habe ich gedacht. Was ist das? Und es war einfach ohne Grund da. Und auch das in die Welt rauszulassen, das hat eine unglaubliche Wirkung. Ich werde das nie vergessen. Dieses kleine Lächeln, dieses leichte Schmunzeln, ganz tief. Und es kommt automatisch mit dem Wissen, wer bin ich denn? Und ich bin hier. Und wenn wir wollen, liebe Nada, dann würde ich vorschlagen, schauen wir mal, welche Impulse gekommen sind hier im Feld. Ja, und ich hatte jetzt gerade hier einen Impuls, ob wie einfach heute, was diesem Licht, das wir sind, gewidmet ist, all die einzuladen, die sich vielleicht bis jetzt noch nicht so gezeigt haben. Und wer mag, wirklich das Licht zu nehmen und sich im Licht zu zeigen und sagen, ich erlaube mir jetzt, mein Licht zu zeigen, das ich bin. Sich einfach trauen, gesehen zu werden und vor allen Dingen als das Licht gesehen zu werden. Und wenn ein Impuls da ist, eine bestimmte Qualität, für manche ist es Liebe, Frieden, Segen,
indem ich mich zeige als dieses Licht, eine Qualität, schicke ich Liebe in die Welt. Bin erfüllt damit und schicke es in die Welt. Das war so ein Impuls, der hier aufgetaucht ist. Ich gebe wieder zurück an Marie Trejo. Ja, ganz herzlichen Dank. Wundervoller Impuls. Und in diesem Sinne würde ich dann auch, wir haben es bisher immer der Reihe nach gemacht, ich würde jetzt dieses Mal einfach intuitiv schauen, welche Lichtlein dann neu dazugekommen sind. Und ich würde da zunächst die liebe Manuela bitten. Manuela, wenn du gerne ins Feld sprechen magst, wunderschön klein, mit dem wunderschönen Lotuslicht habe ich da gesehen. Kann man mich hören? Ja, du bist zu hören. Sehr schön. Ich grüße euch alle. Ich bin heute zum ersten Mal dabei in der Gruppe, aber eigentlich schon seit Beginn, weil ich habe dieses Jahr einfach ab dem ersten Moment gespürt und total wahrgenommen. Ich hatte Gänsehaut eigentlich am ganzen Körper und habe mich dann einfach darauf eingelassen. Und seitdem bin ich auf diesem Schiff mit euch gemeinsam und das ist wunderschön. Und es ist einfach auch so stärkend. Ich sitze hier gerade in Wien und ihr wisst, was in Wien gerade passiert. Kann man auch gar nicht ausblenden. Und deshalb brauchen wir dieses Licht umso mehr, damit wir unsere Ziele durchsetzen können. Und man spürt es, egal ob man jetzt auf einer Demo ist oder im Stillen für sich zu Hause. Dieses Licht ist da, dieses Licht gibt mir Kraft. Ich glaube daran und ich habe diesen unbändigbaren Glauben an das Gute und dass es sich zeigen wird. Auch wenn man die Medien hört, alles andere erwarten könnte. Aber ich denke doch, dass es das Licht wird siegen, das Licht ist hier und danke, dass es euch gibt. Es gibt mir wirklich wahnsinnig viel Kraft in dieser Zeit. Dankeschön. Ganz lieben Dank, liebe Manuela. Dankeschön. Es ist schön. Und ja, auch auf der Ebene, die Erinnerung. Einfach hier zu sein. Das Licht ist immer da. Manchmal versteckt es sich, auch in den Medien vielleicht, aber auch dort ist es. Es ist überall. Und da, auch dort, das Licht zu erkennen, löst den potenziellen Konflikt, der dann vielleicht als Schatten wahrgenommen wird. Aber in Wahrheit ist auch dort Licht. Okay, ganz lieben Dank. Dann gucken wir mal weiter. Wer da so schön neu strahlt. Liebe Larissa, wenn du gerne magst, mach gerade noch bitte dein Mikro auf. Oh. Ja, habe ich. Ich hoffe, man hört mich. Ja, wunderbar. Hallo, ich bin Hi. Larissa. Ich war schon ein paar Mal dabei, aber ich habe mich immer nicht gemeldet. ich freue mich jetzt, mich auch mal zu zeigen und versuche auch jeden Tag mein Licht immer anzuhaben und meine kurze Erinnerung, wie Kurt immer sagt, diese Pause zu machen und sich dann wieder zu zentrieren. Und das klappt eigentlich sehr gut schon. Und da bin ich sehr dankbar für. Wundervoll. Genau. Ganz herzlich willkommen. Ja. Und schön, dass du dich zeigst und den Mut hast. Das ist wundervoll. Ganz, ganz vielen Dank. Toll. Gerne. Okay, ja. Es ist ganz, ganz, ganz schön, die Energie auch zu spüren. Wenn da so ein neues Lichtlein in dem Sinn sich zeigt, das ist wundervoll. Also bitte, bitte weiter so. Ganz toll. Ja, schauen wir mal, wer noch Neues aufstrahlt. Liebe Heike, du strahlst gerade so schön.
mit dem Rollkragen, ja, jawohl. Hallo. Hi. Ups. Oh. Ich bin heute zum ersten Mal hier dabei, also schon öfter, aber zeige mich jetzt auch gerade zum ersten Mal. Und ich lasse mein Licht leuchten und ich fühle Liebe und Segen für euch alle, für uns. Und danke für unser Dasein. Dankeschön. Namaste. Namaste. Ganz, ganz herzlichen Dank. Wundervoll. Und auch dir danke, dass du dich zeigst. Ganz, ganz großartig. Und keine Sorge, wenn das Licht außen ausgeht, ihr könnt es jederzeit wieder anmachen. Es ist nur eine Erinnerung. Es ist immer da. Und derjenige, der sich erinnert, ist auch in Wahrheit immer da. Also in dem Sinne, keine Sorge. Braucht jetzt nicht in alle Ewigkeit dieses Licht da im Außen anhaben. Im Innen ist es immer an. Ganz lieben Dank. So, wir haben jetzt da zwei Strahlelichter, sehe ich, bei der Astrid. Wenn ihr gerne möchtet. Meinst du mich? Ja. Jetzt sind es drei Astrids. Oder dreimal Astrid. Drei Astrid. Hintereinander vielleicht. Zeigt euch gerne. Also, aber bitte erst eine und dann die anderen. Also die liebe Astrid Z., wenn du gerne kurz noch magst. Ja, danke schön erstmal. Ja, das Licht, den ganzen Tag hat mich das schon beschäftigt und heute nach dem Sturm war ich auf der Promenade und habe über dem Meer geschaut, die ganzen Lichter, die da blinken, von den Bojen und Windkrafträdern. Und dann auf einmal sehe ich eine Sternschnuppe und diesen Eindruck möchte ich euch gern vermitteln. Es war also wie Schauer durch den Körper. Ganz blitzschnell eine Sternschnuppe über mir. Und das ist eine frohe Botschaft für uns, dass alles in Frieden kommt. Ja. Vielen Dank. Und mein Licht leuchtet für mich und für euch alle. Wundervoll. Ganz lieben Dank, liebe Astrid. Und ja, gute Nachrichten. Es ist schön. Solche Symbole im Außen. Ganz, ganz toll. Wunderbar. Okay, dann kommen wir jetzt aber zu Astrid Kern. Dann haben wir es ganz präzise. Ihr zwei, wenn ihr gerne möchtet. So, ja, hallo. Also Hi. Ich freue mich, da zu sein, vor allem auch mit meiner Freundin. Es ist total schön, zu zweit so vor dem Computer zu sitzen. Und mir ist jetzt, wie wir dieses kurze Ritual gemacht haben, so ein Stammbuchzitat eingefallen aus meiner Kindheit, was, finde ich, so gut passt. In der Welt ist es dunkel, leuchten sollen wir. Du in deiner Ecke, ich in meiner hier. Das wollte ich jetzt gerade noch teilen. Ach, wie schön. Ja, wundervoll, wundervoller Impuls aus dem Stammbuch. Spannend. Ganz, ganz lieben Dank. Und auch toll, vielen Dank, dass ihr euch zeigt. Also alle hier, die sich jetzt zeigen. Ich bin gespannt, ob wir es schaffen, aber... Ihr kennt das Spiel, auch da besteht immer die Möglichkeit, dann nochmal ein andermal sich zu zeigen. Okay, ich würde weitermachen, schauen wir mal, ich spreche jetzt mit Vor- und Nachnamen an, dann ist es besser. Die liebe Claudia Gehring, wenn du gerne magst. Ja, sehr gerne, hier ist mein Licht. Ja, ich bin die Claudia, ich bin... letzte Woche mit einem Schiff an Bord gegangen, bin jetzt hier auf eurem Schiff und ich finde es total wunderbar. Also letztes Mal habe ich schon gedacht, wow, also ich habe so die Verbindung gespürt. Ich saß nachher noch bestimmt 2 Stunden auf meinem Sofa und war so total in Frieden und konnte es irgendwie so gar nicht fassen, wie es immer funktioniert, sagenhaft. Und ja, mit unseren Lichtern, denke ich, erhellen wir die ganze Welt. Und wenn es draußen auch noch so dunkel wird, dann scheinen wir einfach umso mehr. Und ich bin mir auch absolut sicher, dass es alles gut wird. Und in Verbundenheit grüße ich euch jetzt alle nochmal ganz herzlich mit meinem Licht. Ganz lieben Dank, liebe Claudia, auch an dich.
Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dich zeigst und dein Licht zeigst. Wunderschön. Ja. Ach, es ist so schön mit euch. Ja, ich würde als nächstes, also ihr habt es perfekt eingeordnet. Es sind ganz viele dabei, die jetzt noch überhaupt nicht zu sehen waren. Dann gucken wir mal, wer da noch gern strahlen mag. Jetzt gucken wir mal, ist denn noch eine männliche Energie dabei? Da strahlt jemand. Der liebe Davorin, wenn du gerne magst. Ja, hallo zusammen. Ja, ich bin das zweite Mal an Bord hier. Ich muss sagen, das ist sehr, sehr schön, wie ihr das hier alles veranstaltet und macht. Und ja, ich möchte auch gern mein Licht hier zum Strahlen bringen. Und ich merke, was doch für eine starke Energie so ein kleines Licht haben kann und wie weit es strahlen kann. Das ist einfach nur schön. Ganz lieben Dank, lieber Davorin, und auch, dass du dich zeigst. Es sind frische Energien. Es ist erstaunlich. Ich weiß gar nicht, wo die Lichtlein überall herkommen, aber ganz toll und so schön, was du gesagt hast. Auch ein ganz kleines Licht, wenn es wirklich absolut finster ist, wenn ein ganz kleines Licht entzündet wird, dann ist die Dunkelheit in dem Sinn schon nicht mehr da. Deshalb gibt es auch in dem Sinn auch keinen Kampf. Es ist immer nur eine Erinnerung. Und was kämpft, ist da nicht. Das ist dann vorne dran. Nicht in der Beobachtungsposition, nicht im Bewusstsein, sondern im Film. Und das Bewusstsein schaut natürlich zu. Und es ist interessant, was es da alles zu bestaunen gibt. Okay. Ich würde gern die liebe Michaela Stöckel aufrufen. Liebe Michaela, wenn du gerne magst. Ja, hallo ihr Lieben, sehr, sehr gerne. Also mein Lichtfeuer sieht ja nicht so ganz jetzt. Es duckt sich ein bisschen weg. Also ja, auch so eine Metapher für mich manchmal. Aber dieses Ritual des Lichtanzündens ist mir sehr nah. Ich wohne im Erzgebirge, das Weihnachtsland. Und bei uns ist es definitiv Tradition, immer wenn es dunkel wird, Schwibbögen aufzustellen. Und in jedem Fenster, in jedem Ort, in jedem Haus brennen dann die Lichter. Und ja, ich bin auch noch ein Weihnachtskind. Am 26.12. darf ich wieder Geburtstag feiern. Und die Jahreszeit an sich ist für mich einfach was Besonderes, weil gerade in dieser Dunkelheit, wenn alles im Außen ja, finsterer wird, weniger Ablenkung da ist und einfach dieses Besinnen auf das Ureigenste, das lädt so ein, umso mehr in diese Strahlen zu gehen, und in der Dunkelheit wirkt das Licht umso mehr. Also Dunkelheit lädt auch immer so ein, dieses Licht strahlen zu lassen, und das wirkt dann erst. Also es ja, schließt sich ja nicht aus, es ist ja so eine tolle Symbiose auch, und beides ja, hat so seinen Platz. Ja, ganz lieben Dank, liebe Michaela. Es ist auch schön, dass du dich jetzt gezeigt hast. Ganz, ganz wundervoll. Und ich spüre da, das ist so schön, dieses Lampenfieber. Das ist wie, wenn man auf eine Bühne geht. Das Herz schlägt dann höher, weil das Licht sich dann zeigt. Also da ist die Verknüpfung zum Licht, wenn man es sich zeigt und nervös wird, das Herz schlägt. Das ist dann das Licht, was dann sichtbar wird. Und das ist das Körpergefühl, was dazugehört. Also vollkommen natürlich, ganz wunderbar. Und das schnelle Herz, wenn man es als Ton begreift, dann geht die Frequenz quasi hoch. Und es ist wundervoll, wie das dann aufstrahlt. Also ganz, ganz lieben Dank, dass ihr euch alle traut. Und ich komme jetzt in Verlegenheit, wenn ich es nicht tue. Die liebe Eva Gassel hebt jetzt schon seit ich glaube, 10 Minuten dieses Licht. Liebe Eva, wenn du gerne magst. Oh ja, wie schön, vielen Dank. Das passt auch so gut, weil ich tatsächlich echt nervös bin. Aber ich überwinde mich da jetzt sehr gerne, weil das so unfassbar gut passt, dass ich genau dieses Licht hier ausgesucht habe, das so nicht alles von sich zeigen mag und das so ein bisschen nur Ausschnitte zeigt, je nachdem, wie man reinguckt.
weil das auch so ein bisschen das beschreibt, was ich eben so für einen Struggle bisschen habe mit der Selbstliebe zu mir. Und wie passend ist es aber auch, dass wir dieses Licht im Außen anzünden, uns im Innen zu sehen, weil ich für mich dann immer den Umweg über meine sehr, sehr geliebte Nichte gehe, für die ich wirklich bedingungslose Liebe habe. So eindeutig. Und wenn ich mir dann anhöre, wie ihr beschreibt, dass wir alles eins sind, dann bedeutet das, dass ich diese Liebe auch für mich habe. Und das ist natürlich sagenhaft gut. Ja, das ist ganz, ganz toll, was du da sagst, liebe Eva. Und du kannst ruhig noch einen Schritt weiter gehen. Also wir sind diese Liebe. Wir haben sie nicht. Was man hat, kann man verlieren, erwerben und entsprechend gewinnen und wieder verlieren. Aber wir sind das. Das ist die gleiche Qualität. Dieses Ich bin hier verbindet sich mit dieser Liebe, mit der Stille. Es sind alles austauschbare Begriffe, die in die gleiche Richtung zeigen. Und es ist dieses Bewusstsein, ich bin hier und wir sind das. Und es ist umso schöner, weil was man ist, das kann man nicht verlieren. Es ist einfach schon da. Und ganz, ganz lieben Dank auch an dich, dass du dich zeigst. Und die Liebe, die in die Welt fließt, es wird häufig so ein bisschen auch eins übersprungen. Es gibt ja die erste Beziehung zu deiner eigenen Person. Und da darf die Liebe natürlich auch hinströmen. Du hast es verdient, genauso wie jeder andere. Und es ist einfach über die Öffnung des Herzens, dass du weißt, ich bin hier, da ist die Liebe, Liebesquelle auch anzapfbar in dem Sinn. Also es ist nur eine Analogie, weil du bist es ja. Aber ganz herzlichen Dank an dich. Vielen Dank auch. Dankeschön. Und dass du dich auch getraut hast, dich zu zeigen. Wundervoll. Ja. Dann schauen wir mal. Ich habe einen Blick auf die Zeit gewagt. Das ist was ganz Ungewöhnliches. Und das Schöne ist, wir haben Zeit. Ja, dann gucken wir mal. Die liebe Maria mit dem schönen Mandala im Hintergrund. Maria, wenn du gerne magst. Sehr gerne. Ja, ich zeige mich tatsächlich heute zum ersten Mal. Ich bin schon länger dabei und habe euch sonst immer auf YouTube zugeschaut. Ansonsten verbinde ich mich auch dreimal am Tag mit euch um 8, um 1 und um 8. Zünde tatsächlich, soweit es geht, auch ein Kerzchen an, ein Licht an und bin unendlich dankbar für euer Sein, dass ich dabei bin und ja, ansonsten habe ich gar nicht viele Worte. Ich freue mich, dass ich mich zeigen darf und dass ich mich auch traue. Und ja, danke euch von Herzen. Wundervoll. Ganz lieben Dank, liebe Maria. Das ist so schön. Und es macht auch richtig Freude, hier dieses Aufleuchten zu sehen. Es ist so schön. Vielleicht ganz kurz, da war jetzt gerade noch ein Kind von dir oder so. Vielleicht magst du es auch zeigen. Magst du kurz mal in die Kamera schauen? Ja, das war der Tim, genau. Tim, magst du mal kurz kommen? Hallo Tim. Ja, holt sich gerade was zu trinken, hat er mir gerade gesagt. Weil Kinder sind oft da so spielerisch und leichter und die finden das dann ganz nett. Also einfach, wenn er mag. Wir haben in den letzten 8 vor 8 immer mehr gemerkt, dass auch Kinder immer im Feld sind. Hallo Tim. Hey. Hi Tim. Schön, dass du auch da bist. Tim. Ach schön. Okay. Vielen Dank. Danke. Ja, an der Stelle. Ich bin ins Bett. Gute Nacht. Gute Nacht. Danke. Ja, liebe Nada, vielleicht magst du an der Stelle so ein bisschen, du hast ja auch
in der persönlichen Geschichte erlebt, dass du eher im Hintergrund warst. Und das ist jetzt auf jeden Fall die Zeit, in der du auch dich gezeigt hast. Vielleicht hast du ein paar Tipps oder Hinweise für diesen Prozess, den wir jetzt hier auch sehen. Vielleicht magst du ein paar Worte dazu sprechen. Naja, du, ich habe das schon mal gesagt, du bist schuld. Es braucht ja oft, oder bei vielen braucht es tatsächlich wie einen Auslöser. Es braucht einen Impuls, weil ich kenne viele, 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 die hier einfach sind, um im Stillen auch zu wirken. Wenn man denkt, die vielen Erleuchteten im Himalaya, die vielen, vielen, vielen Wesen, die tatsächlich präsent sind, oder auch die geistigen Wesen, die Celestial Beings, die präsent sind und nicht sichtbar. Und aus meiner Wahrnehmung kommen viele, die jetzt inkarniert sind, aus diesen Ebenen auch. Und die sind es halt nicht gewohnt, in Erscheinung zu treten. Und als Mensch in seiner Unvollkommenheit, was der Mensch ist, halt Mensch, sich zu zeigen, auch wenn viele wissen, wer wir sind, ja, aber die Form oder die Persona, durch das es scheint, das, was sichtbar ist, was hörbar ist, was oft auch Projektionsfläche ist, da haben ganz, ganz viele tatsächlich Schwierigkeiten, und mich inklusive. Also ich war immer die Zwei, ich war immer am Unterstützen, ich war immer hinter der Bühne, ich habe die Beleuchtung gemacht und den Ton und wie auch immer. Und da war tatsächlich mal, Trio, warst du mit Impulsgeber, dass es jetzt einfach die Zeit ist, dass wir uns alle zeigen, dass wir da sind, um uns zu zeigen, auch wenn das Herz riesen schlägt und Schweißausbrüche und Pickel kommen und egal was und immer wieder die Stimme, wieso willst du das machen, zieh dich doch lieber. Aber zu wissen, wir sind inkarniert, wir sind hier genau, weil wir in dieser Zeit hier sein wollen und unseren Beitrag leisten wollen und anderen Mut machen wollen, uns einfach zu zeigen, es ist egal, was du in mir siehst. Ich weiß, wer ich bin, und ich weiß, wer du bist. Und wir sind wirklich das gleiche, ewige, wunderschöne, reine Licht, diese ewige Seele. Und von dem her liebe ich es mittlerweile, weil es auch ansteckend ist. Und ich sage mal, das ist der schönste Virus, ist, wenn wir uns damit anstecken und in der Frequenz wirklich schwingen, weil da ist Energie, da ist die Freude, da ist die Liebe, da ist das Licht. Und ja, da kommt vielleicht nicht unbedingt das andere. Und von dem her freue ich mich so sehr, so viele jetzt zu sehen, die noch nicht vorher sichtbar waren. Und ich würde euch am liebsten alle aufrufen. Und ja, ich danke für jeden, den Mut hat, und ich weiß auch eben, deswegen freue ich mich auch, dass Wiebke gerade heute da ist, egal wie lange es dauert, egal da auch mit sich liebevoll zu sein, und trotzdem kann ich euch nur ermutigen, es erfüllt, auch wenn irgendwie ganz viele Stimmen schreien, bist du wahnsinnig, warum machst du das, und wer weiß, was passiert, und wer weiß, was die alles jetzt sagen. Auch dafür bereit zu sein, Projektionsfläche sein zu dürfen, dass die anderen das in mir sehen dürfen, was sie halt sehen wollen. Und zu wissen, jeder sieht das aufgrund seiner Sichtweise. Und es liegt an uns, mit den Augen der Liebe zu sehen und mit des Lichtes zu sehen. Jetzt habe ich ganz viel gesagt. Maritrio, ich gehe wieder zurück. Ganz lieben Dank, liebe Nada. Ich bin froh, also es war keine Idee, es war ein Impuls, und ich habe auch nicht gewusst, was ich damit anfangen soll, aber ich habe es einfach gemacht, habe es zugelassen, und so kam dann der Impuls auch zu Nada. Also ganz, ganz spannend, was da alles passiert, wenn man aufs Herz hört. Und es haben sich jetzt während deiner lieben Worte ganz viele auch noch zusätzlich gemeldet, liebe Nada.
an der Stelle würde ich, wir haben im Prinzip immer das Gleiche, die Zeit läuft halt aus für unsere Session. In Wahrheit sind wir ewiglich im Jetzt, aber dennoch auf der Ebene würde ich gern euch bitten, wenn ihr es möglichst kurz macht. Es reicht, wenn ihr euch zeigt. Ihr braucht keine Rede, es reicht, wenn ihr euch zeigt. Und es sind ganz viele Hände, der Bildschirm reicht jetzt gar nicht mehr. Ich würde euch bitten, macht es ganz kurz, wenn ihr könnt. Und es ist genauso gültig. Und wenn das Herz schlägt und ihr euch zeigt, dann ist es erreicht. Okay, ich würde gerne die liebe Emily Rban, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, sicherlich nicht. War schon ganz gut, ja, war richtig. Ja, ich bin jetzt auch mutig und zeige mich und ja, bedanke mich bei euch, dass ihr alle euer Licht zeigt und ja, danke schön. Super, liebe Emily, herzlich willkommen und schön, dass du dich zeigst. Ist ganz, ganz hell geworden. Wundervoll. Und auch super knapp. Danke sehr dafür. Super. Gib vielen anderen jetzt noch die Chance. Liebe Katrin Werner, wenn du gerne magst. Könnt ihr mich hören? Jawohl, bist zu hören. Ja, eigentlich gibt es gar nicht viel zu sagen. Also es ist wundervoll, dass ihr alle da seid. Und für mich ist das der Donnerstag immer ein ganz großer Höhepunkt. So ein Licht im Dunkeln. Während ich während des Alltags für meine Klienten in Licht sein möchte, kann ich mir hier ganz viel Inspiration und ganz viel Liebe, mich in der Liebe von euch baden. Und ich danke euch von Herzen dafür. Danke. Super, ganz lieben Dank, danke. Liebe Katrin. Dann geht's Schlag auf Schlag weiter. Frank, du kommst mir aber bekannt vor. Da ist ein bekanntes Licht. Aber du darfst trotzdem gerne, wenn du magst. Ja, aber ich habe mich noch nie, also ich habe mal ein paar Mal meine Hand gehoben und mich dann mal so kurz getraut, aber ich habe eigentlich mich nie geäußert oder irgendwas gesagt. Das ist also auch mein erstes Mal und ja, also es ist immer einfach so viel Liebe und so viel, so ein tolles Miteinander und ich bin einfach nur glücklich, endlich angekommen zu sein und dafür vielen lieben Dank. An alle. Toll. Ganz lieben Dank, lieber Frank. Und auch top, ihr macht es großartig. Ganz kurz auf den Punkt und dann kommen schon wieder die Nächsten dran. So, dann gucken wir mal bei der Katrin Brandt. Da brennt es nicht, aber da ist es hell. Du siehst nicht meine Kerze. Es ist sehr hell. Aber es ist ja. Jetzt ist es. Wunderbar. Ja, ich wollte nur sagen, Liebe bringe ich in Verbindung mit Verbindung. Also ich habe jetzt durch eure Gruppe diese Verbindung zu meinem Ziehvati und seiner Tochter hergestellt, die jetzt, ich glaube, 20 Jahre keinen Kontakt hatten. Die habe ich durch die Gruppe jetzt quasi entdeckt. Und die beiden haben jetzt seit 2 Tagen Kontakt und haben telefoniert. Und ich finde das so wahnsinnig. Und das ist nur durch eure Gruppe entstanden. Und ich habe jetzt auch die Verbindung meinem Bruder und meine Mutti hergestellt durch euch. Die haben heute, die sind heute in Verbindung getreten. Die hatten jetzt 2 Jahre keinen Kontakt. Auch aus Streit und Zank und was weiß ich. Und das ist so toll, weil ihr mich dazu inspiriert und mir die Kraft gebt und dass ich das jetzt umsetzen konnte. Finde ich so wahnsinnig. Danke, danke, danke. Wow, das ist beeindruckend, liebe Katrin. Also ganz, ganz wundervoll, wenn es auch so eine Wirkung haben darf. Also toll, dass du das einfach dann ja, umsetzt und Verbindung, darum geht's. Das ist, genau. Das, ist das Thema. Und das aktuell. Schöne war wirklich, dass mein Ziehvati, der ist jetzt 91,5 und dem ging es gar nicht gut. Und dass das jetzt, also wir hatten wirklich jetzt eigentlich damit gerechnet, dass er aus seinem Körper geht und dass das jetzt stattfand, noch diese Verbindung zu seiner Tochter. Das Wahnsinn. Wundervoll. Ganz lieben Dank, liebe Katrin. So, dann springen wir gleich zum Peter Mittermüller. Du hast eine Riesenkerze aufgebaut gehabt vorhin. Ich habe es gesehen, du bist, glaube ich, auf einem Boot oder im Wohnwagen. Lieber Peter. Hallo.
Vielen Dank. Liebe Grüße aus Neuseeland. Wir haben auch die große Sonne jetzt auf. Deshalb ist alles so hell hier. Es ist nicht nur die Kerze. Und vielen Dank. Es ist so schön, mit euch verbunden zu sein und alle Leute mehr und mehr das Licht zu zeigen. Und ich bin auch am ersten Mal heute beim Zoben dabei. Ja, vielen Dank für alles. Toll. Ganz lieben Dank, lieber Peter, und liebe Grüße nach Neuseeland. Ganz toll. Wunderbar. Danke. Schön, dass du dabei bist. Und danke, dass auch du das so kurz hältst. Wunderbar. Ja, dann springen wir zur Margit. Margit, du hast dich, glaube ich, schon eine Weile gemeldet, aber ich habe dich auch noch nie gesehen. Oh ja, jetzt bin ich ganz überrascht. Also ich bin seit Anfang an dabei und ich danke euch. Mir tut das so gut am Donnerstag und dass wir jetzt zusammen ein riesengroßes Licht sein dürfen, das gefällt mir noch viel mehr. Und ich wohne in München und ich bin heute mit meinem Radl durch die Stadt geradelt und ich habe irgendwie so gestrahlt, dass wir alle irgendwie zurückgestrahlt haben und es war so wunderschön und es war so viel Liebe und es war so viel Frieden in dieser großen Stadt, oder ich habe vielleicht nur Liebe und Frieden gesehen, es war wunderschön. Und dann habe ich mich mitten am Marienplatz unter den großen Baum gestellt und die ganzen Lichter gesehen und es war schön und schön, dass es euch gibt. Und so wie der Chris das letzte Mal gesagt hat, ich liebe euch alle, aber ich liebe mich auch und ich liebe die Global Harmony Unity und ach, es ist einfach so schön. Danke euch. Wundervoll. Ganz lieben Dank, liebe Margit. Ganz toll. Schön. Ja, Frieden. Frieden in mir, Frieden in der Welt. Alles, was in mir ist, sehe ich auch in der Welt. Wunderschön, wenn du dann so strahlend durch München durchgehst. Ganz toll. Lieben Dank, liebe Margit. Dann springen wir zur Diana als nächstes. Liebe Diana, ja. Ich weiß, du hast dich auch schon eine Weile gemeldet. Aber du hattest auch noch nicht. Nimm dir einen Moment Zeit, noch dein Mikro aufzumachen, bitte. Ah, jetzt. Wundervoll. Ja. Ja, ich verfolge, irgendwie haben mich meine Wege zu euch geführt. Ich verfolge es schon einige Wochen und ich bin ganz fasziniert. Auch der Kurt, der hat mir so weitergeholfen mit dem Bewusstsein. Also ich finde das wirklich sensationell und ich fühle mich wirklich als Licht, auch in meiner Familie. Da muss ich strahlen, die verstehen vieles nicht. Deshalb finde ich es so toll, dass man bei euch hier sich austauschen kann und wirklich sein Licht über die Welt aussenden kann. Vielen Dank. Toll. Ganz lieben Dank, liebe Diana. Wundervoll. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt sind wir, Nala, wenn wir noch einen Moment dürfen, dann würde ich jetzt noch drei aufrufen. So, ich habe jetzt auf den Kai Winter geschaut, ohne nachzudenken. Lieber Kai, wenn du magst. Hallo, ich mach's kurz. Hallo ihr Lieben, vielen, vielen Dank. Und ja, viel Licht, Freude und Liebe. Wow, danke, lieber Kai. Wundervoll. Also auch dir ganz herzlichen Dank, dass du dich zeigst. Und es ist erfrischend, also es ist wirklich spannend, wer sich da alles zeigt. Ich bin gespannt und ich möchte euch bitte ermutigen, nehmt es mit, diese Nervosität, die ihr spürt, wenn ihr die Hand hebt, die kommt dann entsprechend, weil es kann jederzeit soweit sein. Und dieses Gefühl, das ist wie das Herz, was ich dann ein bisschen freischaffen will und was ich zeigen will. In dem Sinne, liebe Michaela, wenn du gerne magst, Michaela K. Ja. Einen Text möchte ich euch gerne vorlesen, ihr Lieben, den ich schicken wollte. Und jetzt freue ich mich sehr, mich in meinem Licht, im Kreise eures Lichts zeigen zu dürfen. Wenn es nicht so lang ist, liebe Michaela. Wer ich bin, sehe ich hierin. Mein Erdenkleid auf Zeit geliehen. Was ich bin, sehe ich hierin. Danke. Fantastisch. Ganz, ganz herzlichen Dank. Danke. Wundervoll. Ja, es passt perfekt.
Also es gibt da an der Stelle, glaube ich, keine weitere Ergänzung mehr. Und ich spüre, dass es jetzt auch dann die Zeit ist. Also ganz, ganz lieben Dank. Ich würde euch bitten, wenn ihr die Zoom-Funktion nehmt, um einfach jetzt nochmal allen das zu schicken, was ihr gerne wünscht. Liebe, Dankbarkeit, Frieden. Dass ihr einfach durch diese vielen Fenster durchscrollt, die Lichter seht. Und ihr werdet auch spüren, dass ihr so gesehen werdet, auf dieser Ebene. Und wer mag und die Möglichkeit hat, löscht das äußere Licht aus, sodass tatsächlich nur noch mehr oder weniger das Licht zu sehen ist. So, wer das mag, aber wirklich das Licht dann auch an die Kamera. Und dankbar zu sein, dass wir wissen, was Marie Trejo gesagt hat. Ich bin das. Es kann niemals ausgehen, weil ich das bin. Das Ich Bin ist das Licht. Das ist das, was das Herz schlagen lässt, uns atmen lässt. Das ewige Leben, das Ich Bin, die unsterbliche Seele, Bewusstsein. Und möge die Erinnerung, dass wir das sind, in uns ständig präsent sein, uns selbst Licht geben, wenn es manchmal draußen dunkel wird oder wir es vergessen, und mögen wir ein Licht sein für die Welt. Möge es Frieden bringen und Liebe. Und die Dankbarkeit, die hier in diesem Feld ist, und die Freude, möge sie wirklich ansteckend sein. Möge es ganz viel Erinnern entzünden. Egal, wo wir hinkommen, sagt Kurt so gerne. Egal, wo ich hinkomme, möge ich ein Segen sein und Lichtbringer, Erinnerer, dadurch, dass wir es sind, in unserer Essenz. Namaste, ihr Lieben. Namaste. 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 Alles Liebe. Namaste. 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 Danke. Namaste. 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 Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Namaste. Danke für euer Dasein. Danke, danke, danke. 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 Gute Nacht. Danke. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Schlaf gut. Nacht, Nada. Gute Nacht.